Hallo meine Damen und Herren, ich grüße Sie mit einer neuen Ausgabe des Videostrategietickers vom Frankfurter Börsenbrief. Heute ist Dienstag, der 7. November 2017. Blicken wir kurz zurück. Der DAX hielt sich gestern den überwiegenden Teil des Handelstages auf der Minusseite der Skala auf. Aber von wirklichem Verkaufsdruck kann man wohl kaum sprechen, wenn ein Index dann per Handelsende mit gerade mal etwa 0,07% auf der Minusseite liegt. Der MDAX und der SDAX waren gestern ebenfalls etwas schwächer. Der TecDAX konnte erfolgreich gegen die Strömung schwimmen. Hier gab es zum Handelsende einen positiven Abschluss. Somit ragte der TecDAX hier unter den vier Indizes hier in Deutschland heraus. Der S&P 500 ging leicht fester aus dem Handelstag heraus. Ja, das macht vielleicht keinen so ganz spannenden, keinen so ganz aufregenden Eindruck, aber das Bild ist eigentlich interessanter, als man vielleicht denken mag, denn der DAX hat ja eigentlich schon nach der steilen Performance jetzt zuletzt eine Pause verdient, aber es will trotzdem kein großer Verkaufsdruck aufkommen relativ zu dem Kaufinteresse. Der Markt zeigt sich stark und das spricht eher dafür, dass der DAX sein Potenzial auf kurze Sicht noch nicht ganz ausgeschöpft hat. Kommen wir zu einigen Unternehmensschlaglichtern. Fangen wir mal im DAX an mit der BMW. Es gab Zahlen für das dritte Quartal. Der Umsatz lag um 0,3% höher als der Vergleichswert, nämlich mit gut 23,4 Milliarden Euro im jüngsten Quartal. Das EBIT minus 3,2% auf 2.304 Millionen Euro. Darin enthalten sind allerdings auch höhere Investitionen und Aufwendungen im Bereich Forschung und Entwicklung. Der Periodenüberschuss war um 1,8% rückläufig auf 1.789 Millionen Euro. Ja, das mag vielleicht auch nicht so ganz spannend klingen, aber das Unternehmen BMW macht eigentlich unter dem Strich keinen so schlechten Eindruck. Man macht einen eher zukunftsorientierten Eindruck und das ist gar nicht so schlecht. Wir hatten im Frankfurter Börsenbrief hier auf die Vorzugsaktie gesetzt, aber die Stammaktie, die Sie hier im Chart sehen, sieht auch ganz reizvoll aus. Nämlich mit einem potenziellen Überwinden dieses leichten Abwärtstrends jetzt in der jüngeren Zeit. Kommen wir zu einem anderen Schlaglicht, nämlich Dialog Semiconductor. Hier gab es auch Zahlen für das dritte Quartal im Geschäftsjahr. Der Umsatz plus 5% ungefähr auf 362,8 Millionen US-Dollar gesteigert. Die Bruttomarge plus 90 Basispunkte auf 46,9%. Das Nettoergebnis plus 2% ausgebaut auf 47,3 Millionen US-Dollar, also leicht unterproportional zum Umsatz. Bemerkenswert ist die hohe Orientierung oder Fokussierung auf Forschung und Entwicklung. Im jüngsten Quartal ließ man hierfür einen Betrag springen, der etwa 19,9% des Umsatzes ausmachte. Also das ist schon ein sehr, sehr hoher Wert und spricht dafür, dass das Unternehmen hier wirklich mit Hochdruck in Richtung Zukunft arbeitet, in Richtung Zukunft forscht und entwickelt. Die Umsatzerwartung für das vierte Quartal liegt bei 415 bis 455 Millionen US-Dollar. Würde man in der Mitte dieser Range landen, hieße das für das Gesamtjahr einen Umsatzanstieg um 11% auf 1.324 Millionen US-Dollar. Die Aktie heute kräftig schwächer, aber werfen Sie trotzdem ruhig mal einen Blick auf die Charttechnik. Die Aktie war ja in der jüngeren Zeit eigentlich ganz sportlich gelaufen, setzt jetzt etwas zurück, aber dieser runde Bogen, den Sie hier im Chart sehen, der ist ja immer noch intakt und macht für sich genommen gar nicht so einen schlechten Eindruck. Wir hatten die Aktie ja auch schon in unsere Empfehlungsliste aufgenommen. Noch ein weiteres Schlaglicht, nämlich Technotrans. Schauen wir auch noch in diese Richtung. Technotrans wartet heute mit wirklich steilen Wachstumsraten oder Steigerungsraten auf für die ersten 9 Monate im Geschäftsjahr. Beim Umsatz waren es plus 50,5% auf 155,5 Millionen Euro. Darin enthalten ist allerdings auch externes Wachstum. Das organische Wachstum lag bei 14%. Wachstumsstarke Perspektivmärkte außerhalb der Druckindustrie stehen inzwischen für 58,5% des Umsatzes. Wie man ausführt, das ist eigentlich auch keine so schlechte Entwicklung. Das EBIT plus 96,7% auf rund 12,8 Millionen Euro. Die EBIT-Marge ausgebaut von 6,3% auf 8,3%. Allerdings gab es im Vorjahr auch maßgeblichen Einfluss durch die Übernahme der GWK.
Also in Teilbereichen sind die Steigerungsraten vielleicht nicht so ganz aussagekräftig, aber bemerkenswert sind sie dennoch. Wir sehen die Ziele für das Gesamtjahr aus. Man möchte auf einen Umsatz kommen in der Range von 203 bis 208 Millionen Euro. Das Ergebnis könnte dabei bei 16,0 bis 17,0 Millionen Euro liegen und dabei sind Akquisitionen noch nicht eingerechnet. Der Vorstandssprecher Brickenkamp lässt sich zitieren, dass die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen am oberen Ende der Spanne deutlich höher sei. Ja, die Aktie ist schon sehr, sehr sportlich gelaufen. Kommen wir damit zum Terminkalender mit Informationen von Guidance. Für heute war bzw. ist angesetzt die Information über die Produktion im produzierenden Gewerbe und eine ganze Latte an Unternehmensnamen, die für heute im Terminkalender standen oder stehen. Beispielsweise Deutz, Elring Klinger, Jung Heinrich, Osram Licht, Patrizia Immobilien ist dabei, Porsche Automobil Holding, Rational AG, TAG Immobilien, Toyota Motor, Zalando oder auch Secunet Security Networks. Ja, abschließend zur Strategie. Der DAX hat eine Pause verdient, aber es will offensichtlich kein allzu großer Verkaufsdruck aufkommen, wie das ja eben schon angeklungen ist. Gut möglich ist, dass jetzt vielleicht auch die ein oder andere Adresse etwas nervös wird, denn wir kommen ja dem Jahresende näher. Und wer in diesem Jahr mit zu viel Cash unterwegs war, der wird möglicherweise auf eine Unterperformance zum DAX kommen und möglicherweise dann auch in Erklärungsnot, wenn er zum Jahresende zu viel Cash ausweisen muss. Insofern wäre es durchaus denkbar, dass mit den steigenden Kursen jetzt zunächst auch vielleicht noch einige Angsthasen ins Rennen geholt oder ins Boot geholt werden, die dann vielleicht so ein bisschen eben auch kaufen müssen oder sich unter Druck sehen zu kaufen, um eben nicht allzu hohe Cashquoten per Jahresende ausweisen zu müssen. Ja, das war's für heute. Danke, dass Sie dabei waren. Ihr Walter Thyssen.